Der Danny Blum hat jetzt mittrainiert. Das ist jetzt einer, beziehungsweise der Varela hat auch mittrainiert, aber wir wissen jetzt noch nicht, ob das für morgen reichen wird, dass sie dort mitfahren. Ansonsten, Alex hat noch nicht trainiert und der Rest ist mit dabei. Wir hatten einige nach dem Spiel, die ein bisschen gekränkelt haben. Aber ich hoffe, dass sich das heute und morgen dann auch gelegt hat. Wir spielen auswärts. Wir wissen, dass Köln zu Hause sehr stark ist. Aber ich weiß auch, dass Köln natürlich nach dem ja doch unglücklichen 2:1 Treffer von Holtby schon, glaube ich, im Kopf ein bisschen damit hadert. Ich hoffe, dass wir das ausnutzen können. Ich hoffe, dass wir den Aufwind, den wir in den letzten ja, 2, 3, 4 Spielen, trotz der wenigen Tore, die wir geschossen haben, dass wir das mit nach Köln nehmen können und dass wir dort den Kölnern das Leben sehr schwer machen. Wir wissen, dass vieles über Modest läuft. Gut, Risse ist jetzt nicht dabei, schon seit längerer Zeit. Das sind so, und Rudnev, das sind so, glaube ich, die drei, die meisten Tore mit Osako, der jetzt auch gesperrt ist. Also es lastet schon alles auf Modest, das wissen wir auch. Wir müssen zusehen, dass wir ihn dort ausschalten, denn das ist die Lebensversicherung vom FC. Ja, ohne den anderen jetzt wehtun zu wollen, aber sie wissen, wen sie anspielen müssen. Und der Junge weiß einfach, wo im Moment das Tor steht. Aber ich glaube schon, dass auch der FC Respekt vor uns hat, weil wir haben in den letzten Wochen sehr gute Spiele gespielt. Leider nicht die Ergebnisse erzielt, die wir uns vorgestellt haben. Aber ich weiß nicht, inwieweit der letzte Treffer in der, ich weiß nicht, was war das, 90., 91., 92. Minute gegen Hamburg nicht noch in den Kleidern hängt. Schauen wir mal, vielleicht können wir daraus Profit ziehen. Wir haben hier schon mal ein, zwei Mal über Serien gesprochen. Ich weiß nicht, ob das Ihnen so bewusst ist, aber ich glaube, der letzte Sieg in Köln, das war, da hat Yeboah noch gespielt. Oh, 95. 95. Ich kann mich daran erinnern, Ingolstadt war damals das Thema. Ja. Das Gesetz der Serie, das ist so. Wenn Sie immer auf eins setzen, irgendwann kommt auch die andere Seite. Und ich hoffe, da wir ja jetzt 7 Spiele in Folge nicht gewonnen haben, aber jetzt 2 zumindest nicht verloren haben, ja, hoffe ich, dass jetzt mal das Gesetz der Serie kippt und wir dann endlich mal wieder 3 Punkte auf unserem Konto haben werden. Ja, wir werden alles tun. Die Mannschaft ist körperlich gut drauf, das hat man gesehen. Ich glaube schon, dass das keine Schwierigkeit werden wird für meine Mannschaft. Und Visier hoch und Attacke.